ganz furchtbar. Warum sind Sie da in Freising? Warum sammeln Sie die Stimmen von den Freisinger ein, wo Sie genau wissen, dass die Regierung da oben den Flughafen da erweitern möchte und uns über den Kopf drüber fährt? Bei uns stinkt es in Lerchenfeld. Letzten Dienstag hat es gestungert, zwei, drei Mal in der Woche stinkt es bei der Wetterlage. Das ist Gift, genau. Herr Herrmann. Warum? Warum vergiften Sie uns, die ganzen kleinen Kinder, die alten Leute? Ganz einfach. Oh. Riechen Sie das nicht? Ich glaube aber, dass Sie wissen, dass die Freisinger CSU und ich uns schon an den verschiedensten Stellen. Dann treten Sie aus, aus der CSU, warum weil Sie denn? Sammeln warum die Stimmen für diese. Ich bin ein großer Freund der CSU, weil ich glaube, dass die CSU viel für Bayern getan hat. Ja, und den Flughafen da erweitert. Für uns Freisinger. Wir werden da vernichtet, wir werden da vertrieben, wir werden vergast und wir werden vergiftet. Jetzt übertreiben Sie es nicht so. Und deswegen hat sie die Zent zurückgehalten. Unterschiedlich war schade. Wir waren unterschiedlich vertreten. Ja, unterschiedlich. Nicht immer. Ist nicht ein immer. Politischer ja. Ich geh nie dahin, wo meine Abwahl gefordert wird. Da gehe ich nicht her. Ich spreche jetzt nicht von Ihnen. Ich spreche von den Freisinger CSU-Mitgliedern, die sich den Kampf gegen die dritte Stadtbahn auf die Fahnen geschrieben haben. Das können Sie nicht bringen. Die waren nicht präsent. Als Freisinger. Das stimmt nicht. Die waren nicht präsent. Der Hubert Hirl ist oft dabei. Der Hubert Hirl ist häufig dabei. Das können Sie gar nicht wissen. Ja, rühren Sie das nicht, oder? Der Flughafen ist von Ihnen. Sie rühren das nicht. Dann sind es einer von den wenigen, das ist mir oft bestätigt, weil auch von unserem OB. Das subventionierste Unternehmen, das es überhaupt gibt. Der Flughafen ist ja zahlt worden von meinen Steuergeldern unter anderem. Also die Airbus-Entwicklung. Ja nicht! Was ist denn das? Was ist denn mit eurem landwirtschaftlichen Betrieb, den muss von der linken Hosentasche in die rechte reingeschoben habt? Mit Gewinn. Das ist doch ein Bazi-Fall. Lauter Bazi-Geschichten. Also die Stadtbahn wird da nicht mit Steuergeldern finanziert. Ich glaube, wir gehören der öffentlichen Hand, oder? Wir gehören am Freistaat, am Bund und der Landeshauptstadt München. Das ist unser Geld. Ja. Die öffentliche Hand, oder? Nicht? Ja, meinst du auch? Unser aller Geld. Aber dann passen sich die Gelder ein bisschen besser auf. Und ja, ich habe mit Gesprächen, die wir geführt haben und die wir miteinander schon gehabt haben und so weiter, was da rausgekommen ist, was da im Endeffekt, wenn wir. Ich würde sagen, da ist schon was rausgekommen. Da ist überhaupt nichts rausgekommen. Wir haben danach gewusst, dass wir angeraucht werden. Wenn ich an das Gespräch mit dem Herrn Söder denke, angeraucht sind wir geworden, gar nichts rausgekommen. Zuerst haben wir gemeint, ein schönes, nettes Gespräch war gut und er hat uns zugehört. Da waren wir nicht dabei. Da uns hinter Politiker blau, oder? Ah, das stimmt. Ach, freilich. Mal Wahlkampf und jetzt sammeln Sie die Freisinger Stimmen ein, oder? Ja, natürlich, weil ich will, dass die CSU Bayern weiterhin. Sie wollen also auch, dass die Stadtbahn da zu uns herkommt, oder? Wenn die CSU an die Macht kommt oder an der Macht bleibt, kommt die Stadtbahn. Das sagt der Herr Seehofer, oder? Und wenn Sie die Stimmen einsammeln, dann sind Sie für die dritte Stadtbahn. Da können Sie aber nur so voll hinten rumbleiben, Herr Macher. Also erstens, das stimmt nicht. In der Politik. Nicht bloß ein Thema. Für die Freisinger gibt es ein Hauptthema, weil wenn wir da draußen nicht mehr wohnen können und in dem Gestank sitzen müssen, doch, da muss ich mich aufregen. Genauso wie ohne CSUler. Auch für die CSU. Aber der Seehofer hat gesagt, ich bin für. Der Seehofer hat ganz klar gesagt, ich bin für Volksbegehren. Ja, und ich bin für Bürgerbeteiligung. Aber das, er hat danach gesagt, aber das, was da rausgekommen ist bei der Bürgerbeteiligung, das interessiert mich überhaupt nicht. Das tun Sie nicht interpretieren. Nein. Also wenn Sie mir jetzt mal einen Satz im Zusammenhang sagen lassen, dann sage ich Ihnen, was der Seehofer und die Stadtregierung zu diesem Thema sagen. Bitte. Das heißt nicht, dass das meine persönliche Meinung ist, ich referiere es nicht. Die sagen, München hat entschieden, als einer von drei Gesellschaftern, es gibt aber auch noch den Gesellschafter Freistaat Bayern. Und der muss auch eigenständig entscheiden, vertreten zum Beispiel durch den Landtag. Ja? Und ich kann doch nicht für jemanden, der in Aschaffenburg ist, für den ist doch die Stimme von jemandem in München nicht unbedingt zwingend. Das finde ich logisch. Ja? Finde ich logisch. Wenn die jemand in Nürnberg auch nicht, oder? Wenn es um ein Thema geht, das ganz Bayern betrifft, muss ich doch eigentlich ganz Bayern abstimmen lassen. Da gibt es mehrere Themen, die um ganz Bayern gingen. Da verzeihen Sie mir jetzt auch, warum Sie Wahlkampf hier in Freising machen. Warum machen Sie das? Habe ich doch für die CSU. Ja, natürlich, weil ich der damit Meinung die dritte Stadtbahn gebaut wird. Nein, weil ich der Meinung bin, dass die CSU die letzten 50 Jahre sehr gute Weichenstellungen für Bayern. Aber jetzt tut sie es nicht. Dafür, dass wir jetzt braucht es ein paar auf den Last, die CSU. Jetzt gehört es abgeweiht. Dass die Menschen seit 1990 2 Millionen Menschen nach Bayern gekommen sind. Ja, super, keinen Wohnraum haben wir mehr. Nicht, und wenn nur einer einen hat, dann hat er ein dreckiges Loch oder wohnt nicht mehr. Es konzentriert sich alles auf den Raum. Nein, das stimmt auch nicht. Natürlich. Nein, das stimmt nicht. Was sagen Sie, dass wir keine Wohnungen mehr da haben? Was sagen Sie da dazu? Wir müssen doch einmal schauen, wie sich die Stadtbahn kommt.